Und genau dorthin schalten wir jetzt, beziehungsweise nicht ins Bundeskanzleramt, sondern in die Hofburg, ins Maria-Theresien-Zimmer. Dort ist wieder und weiterhin Wolfgang Geier. Wolfgang, ja, wir sehen hier den leeren, langen Gang und ich glaube, gespanntes Warten. So kann man es umschreiben jetzt, oder? So kann man es zusammenfassen. Ich habe mich so aufgestellt, dass man da den langen Weg, den roten Teppich und die vielen Salons, die da vorgelagert sind, das ist quasi die lange Zielgerade zur Angelobung. Und auf dieser langen Geraden, da müssen jetzt Sebastian Kurz, Heinz-Christian Strache, die Ministerinnen, Minister und die Staatssekretäre, die werden da in den nächsten Minuten erwartet. Offensichtlich ist man noch in der Garderobe, macht sich fit und frisch für diesen letzten Sprint hierher und dann wartet da auch schon der Bundespräsident. Jetzt sieht man es, jetzt kommen sie, ich höre es durch den kleinen Knopf im Ohr. Und ja, jetzt lassen wir am besten da mal die Bilder stehen. Ich mache den Blick und den Weg frei. Kanzler Sebastian Kurz mit seinem Kabinett Kurz 1 auf dem Weg zur Angelobung. Gut zwei Monate nach der Wahl am 15. Oktober. Die Verhandlungen haben relativ kurz gedauert. Wir sehen, dass das neue Regierungskabinett von den Familienmitgliedern bzw. Freundinnen und Frauen begleitet wird. Dieser Event, diese Zeremonie ist ja auch immer etwas, wo die Familienmitglieder dabei sind, wo dann ganz gerne gratuliert wird den neuen Regierungsmitgliedern. Was jetzt passiert, ist zunächst mal ein Vorabgespräch. Die Tapetentür geht gleich wieder zu, weil der Bundespräsident mit dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler zunächst ein kleines Gespräch führt. Das wird, glaube ich, nicht sehr lang dauern, aber es ist noch ein Formalakt, wo noch einmal das Regierungsprogramm kurz hingelegt wird. Die Minister, die wir jetzt sehen, werden ja nur auf Vorschlag des Bundeskanzlers ernannt. Kanzleramtsminister Gernot Blümel, der künftige Kanzleramtsminister Gernot Blümel im Bild. Und wir sehen sie schon, die neue Regierung. Hier sehen wir den neuen Infrastrukturminister Norbert Hofer. Elisabeth Köstinger im Vordergrund. Ein bisschen im Hintergrund. Ja, neben Herbert Kickl, der neue Innenminister, Beate Hartinger, neben ihm die neue Sozial- und Gesundheitsministerin. Der gerade die Handyfotos macht, ist Hubert Fuchs, der neue Staatssekretär im Finanzministerium, ein Steuerberater. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, wiederum der neue Kanzleramtsminister Blümel. Und sie alle warten hier, nicht gerade umringt, aber wir sehen, die Familien sind im Hintergrund. Die ganze Zeremonie, ja, dauert eine Weile, weil ja alle angelobt werden, unterschreiben müssen und dann die Bestallungsurkunden entgegennehmen. Finanzminister Hartwig Löger, eine der Überraschungen, Hans Bürger, oder? Mit dem hat man nicht gerechnet. Wir sehen, dass er jetzt ein bisschen, also er ist der jetzt in die Mitte geht. Das ist auch ein bisher ziemlich unbekannter Name. Es ist überhaupt so, wie man es auch selten erlebt hat, dass die Namen von einigen bis zur letzten Sekunde nicht bekannt waren. Also Löger, auf den hätte keiner getippt. Auch Heinz Fassmann auch nicht. Ja, also mein, der war schon ein bisschen bekannt, weil er seit dem Integrationsbeirat ist, an der Seite von Sebastian Kurz manchmal aufgetreten ist, davor. Und er ist angeblich auch schon einige Zeit vorher gefragt worden. Ob er das macht. Eigentlich ist er ein Raumplaner, aber er wird ein Riesenressort haben. Bildungsministerium, also Universitäten drin. Das soll es ja das Bonmot geben, das beim Parteivorstand der ÖVP gefragt wurde, aus welchem Bundesland kommt er eigentlich? Und da hat man gesagt, aus Schleswig-Holstein. Er ist nämlich ein gebürtiger Deutscher. Meine Damen und Herren, wir können dem Ministernamen jetzt gar nicht so schnell sagen, wie Sie die Bilder uns zeigen. Aber wir werden nachher später Zeit haben, die Minister noch einzeln zu benennen und über die Vergangenheit, vielleicht auch ein bisschen über deren Zukunft zu reden. Was jetzt passiert, ist natürlich der Presse geschuldet. Wir sehen die Regierung allerdings ohne Bundeskanzler und Vizekanzler, also das Kabinett ohne die Spitze, die derzeit beim Bundespräsidenten in der Tapetentür verschwunden ist, um noch einmal die letzten Gespräche zu führen. Und ich glaube, in wenigen Minuten wird dann Bundespräsident, Bundeskanzler, zukünftige und Vizekanzler herauskommen und dann wird die ganze Zeremonie starten im Maria-Theresien-Zimmer in der Hofburg. Juliane Bogner-Strauß, auch
ziemlich unbekannt. Also im Sommer ist sie ja präsentiert worden als Überraschungskandidatin der Steiermark, aber sagen wir, auch Mario Kunasek, also Steirer, okay, vielleicht in der Steiermark bekannt, aber bundesweit bisher noch nicht wirklich in Erscheinung getreten. Bei Juliane Bogner-Strauß, die ist ja überhaupt erst vor 3-4 Wochen angelobt worden. Aber reden wir vielleicht zuerst über die Zeremonie, Hans Bürger. Über die einzelnen Minister können wir dann noch mehr sprechen. Jetzt geht die Kamera drüber. Ja, wird eine Weile lang dauern, oder? Also der Bundespräsident... Aus der Hofburg heißt es rund 45 Minuten. Wir haben noch genug Zeit haben, um das alles zu besprechen, was hier passiert. Das Protokoll muss eingehalten werden und ist natürlich immer gleich seit vielen Jahren hier im Maria-Theresien-Zimmer. Eigentlich im Schlafzimmer der Maria-Theresien. Im Schlafzimmer? Ja. Da hat Maria-Theresia geschlafen. Man sieht, wir sehen sie im Hintergrund übrigens. Und da ist sie auch, im Übrigen, da ist sie auch gestorben. Es ist vielleicht jetzt nicht ganz so, aber sie ist als 64-Jährige, damals eine alte Frau, Ende des 18. Jahrhunderts, in diesem Zimmer gestorben. Und es war damals ein düsteres Zimmer. Maria Theresia ist hier, große Reformatorin. Also von ihr bekannt ja vor allem die Schulpflicht. Eigentlich war es keine Schulpflicht, sondern eine Unterrichtspflicht, die sie eingeführt hat. Aber auch viele andere Reformen. Eine aufgeklärte Monarchin, Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Kaiserin war sie nur, weil sie Franz den Ersten geheiratet hat. Der hängt rechts von ihr. Vielleicht sehen wir den später auch noch. Der war aber, sagen wir, aus geschichtlicher Betrachtung nicht ganz so wichtig wie sie. Er hat sich eher um die Finanzen der Familie gekümmert und sie hat die Politik gemacht. Die Politik machen wir jetzt auch bald. Da sehen wir jetzt den Tisch drunter unter dem Bild von Maria Theresia. Das ist übrigens einer der 4 Staatsvertragstische aus dem Belvedere. Okay. Original. Da wurde der Staatsvertrag unterzeichnet. Und die Bilder, die wir da sehen, im Jahr 1955 mit grüner Tinte unterzeichnet und Österreich ist frei. Okay. Der hat auch einen rasanten Aufstieg hingelegt, oder? Und künftig auch für EU zuständig? Das hat man ihm von Anfang an nicht immer zugetraut. Als Generalsekretär der ÖVP frisch gefangt damals. Dann ist er Wiener Parteichef geworden, ein Schleudersitz. Ja. Aber ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz. Es war klar, dass Gernot Blümel irgendwo auftauchen wird, wo er eine prominente Stelle innehaben wird. Aber dass es gleich der EU-Minister ist, Kunst, Medien, also sehr viel an Machtfülle. Ja, und nachdem die EU-Agenten sowieso beim Bundeskanzleramt bleiben, nehme ich an, wird er den Bundeskanzler Kurz wohl auch das ein oder andere Mal in Brüssel vertreten, viel unterwegs sein und für Österreich nach außen hin auftreten, oder? Also die Außenministerin hat alles minus EU. Und EU beschäftigt uns ziemlich stark. Man könnte jetzt sagen, EU ist ohnehin Inland. Aber es ist natürlich schon ein kluger Schachzug gewesen, die Europa-Agenten an sich zu nehmen. Ja, wir sehen die EU-Fahne sowieso auch im Hintergrund. Also ja, ist da auch präsent. Ja, also das heißt, dass ein wesentlicher Teil der Außenpolitik, wenn wir, oder der europäischen Politik vom Bundeskanzleramt ausgemacht wird. Ja, eben. Und das ist schon anders als bisher. Wir hatten das schon einmal gehabt, damals Ferrero Waldner, aber auch für diese Agenten zuständig. Wir haben diese Aufteilung ja schon einmal gehabt, Außenminister und ein eigenes Staatssekretariat. Allerdings nicht beim Bundeskanzler. In dieser Form ist es neu. Und das bedeutet auch, dass die zukünftige Außenministerin Karin Kneißl eigentlich nicht für die EU zuständig ist. Und sozusagen deren Zuständigkeit die gesamte Welt fällt, minus EU. Ja, sie ist ja eine Ostexpertin und wird sich dahingehend einbringen. Karin Kneißl hier in der Mitte stehend, Beate Hartinger, die hat auch ein Riesenprogramm vor sich. Wenn wir an die Krankenkassen denken. Da wird ja, Heinz Fassmann im Gespräch. Ja, über den Justizminister haben wir noch nicht wirklich gesprochen. Das war schon auch eine Überraschung, dass die bisherige Nationalratspräsidentin Köstinger die kürzeste aller Nationalratspräsidentinnen sein wird. Übrigens muss das Bild, was ich gehört habe, das immer hängt im Parlament, in der Gemahl für jeden Nationalratspräsidenten, trotzdem gemalt werden und aufgehängt werden. Egal wie lange man Nationalratspräsident ist. Also sie wird in dieser Galerie hängen. Okay, obwohl sie nur
Seit egal, Anfang ja. November. Ja, egal. Und November sie ist gewählte Nationalratspräsidentin. Und wir erinnern uns zurück, da hat es ja schon einige Kritik dran gegeben. Parlamentsparteien, Oppositionsparteien haben gesagt, ja, ein Durchlaufposten ist dieses Amt aber nicht. Sie hat nie gesagt, ich werde wieder gehen. Sie hat aber auch nie gesagt, ich werde bleiben. Ja. Ja, das haben Sie in diversen Interviews, in der ZIP 2 kann ich mich erinnern, immer da sehr neutral verhalten. So, Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist da.